Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! So Leute, Bellator 274 steht Musashi vs. Vanderford. Im kommenden Jahr meldet sich Bellator MMA zurück. Gegard Musashi vs. Austin Vanderford wird am 25. Februar in Dublin unter Bellator 274 stattfinden. Bisher hat Musashi bei Bellator einen guten Lauf gehabt, wenn man von der Verletzung beim Kampf gegen Alexander Schlemenko absieht. Wobei Schlemenko Musashis Auge so hart getroffen hat, dass er sich einer Augenoperation unterziehen muss. Es war Musashis Debütkampf der Organisation. Insgesamt verbucht er bei Bellator bisher 7 Kämpfe, davon 6 Siege und nur eine Niederlage, die gegen Rafael Lovato Jr., die Musashi durch Decision verlor. Gegard Musashi besiegte zuletzt John Salter durch TKO Punches Bellator 264 am 13. August 2021. Als Mittelgewichts-Champion wird er gegen Austin Vanderford im Februar ein weiteres Mal seinen Titel verteidigen müssen, um die unangefochtene Nummer 1 der Division zu bleiben. Vanderford hält einen Rekord von 11 Kämpfen und 11 Siegen. Der ehemalige Welterweight der UFC Austin Vanderford bringt eine 58,3%ige Finish- und K.O.-Rate von 27,3% mit. Gegard Musashi hingegen, der auch als Light Heavyweight aktiv war und beispielsweise gegen Renato Sobral durch K.O.-Punches gewonnen hat, führt mit einer 79,2%igen Finish- und K.O.-Rate von 54,2%. Der Altersunterschied wird bei diesem Kampf keine große Rolle spielen. Im Vordergrund werden die Erfahrungswerte stehen, die eindeutig bei Gegard Musashi liegen. Und vor allem sein harter und in der Regel immer durchdringender Jab wird den meisten Schaden anrichten, wenn Austin Vanderford nicht schnell die passende Distanz findet. Die Treffergenauigkeit des Striking beträgt beim Dreamcatcher 50%, die Verteidigung versuchter Wirkungstreffer bei 69% und abgewehrte Takedowns bei 60%. Bei einem sowohl 3-Runden- als auch 5-Runden-Kampf sehe ich Musashi als Sieger durch TKO. Auf Tapology beispielsweise ist Gegard Musashi Favorit. Ihm werden 78% für einen Sieg zugesprochen. Austin Vanderford bleibt also nur eine 22%ige Chance.